Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Mist of Pandaria. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe gerade schön Gyros gegessen und jetzt wird hier gleich losgezockt, bevor ich auch schon wieder schlafen gehe. So sieht im Augenblick mein reales Leben aus. Arbeiten, essen, zocken, schlafen, arbeiten, essen, zocken, schlafen, arbeiten, essen, zocken, schlafen, zocken, 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 schlafen. Das war das Wochenende. So. Ja, viel Freizeit oder privates Leben oder sonst irgendwas bleibt mir leider nicht übrig im Augenblick. Brauche ich aber auch ehrlich gesagt nicht, weil ich keine Freunde habe. Weil niemand mit mir spielt. Nein, okay, das ist gelogen. Mon ami. Osttiere wiederbeleben. Wow, wow, wow. Okay, gut gepolstert, okay. Plopp, okay. Machen wir mal eine Rolle. Wir sind gleich da. Findet darf hängen. Nein, nicht die Quest. Das ist eine Kacki-Quest. Bitte lass meinen Countdown hier, liebe Tastatur. Muss doch sehen, wie lange ich bisher aufnehme. Danke. Weil ich da letztes Mal ein bisschen gefailt habe. Was wird diesmal nicht passieren? Was ist denn hier los? Also jetzt zum Beispiel. Hier geht dasselbe gleich auch nochmal los. Wow, 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 warten, 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 warten. Weil wenn man da einfach so durchläuft, könnte es ein bisschen grieselig werden. Grieselig, sagte Griesbrei. Es wird grieselig. Jetzt hört es auch wieder auf, den kann man hier durchrollen. Und die gute steht da hinten immer noch. Und ich habe Darf Hängen mittlerweile schon gefunden. Darf Hängen! Haben wir irgendwelche neue Sachen, die wir gebrauchen können? Nein. Nein. So. Haben wir die Quest auch absolviert? Den geht jetzt raus und wir müssen Zauren töten. Nicht Tauren, Zauren. Entschuldigung, ich bin. Ein bisschen. Okay. Verhustet, das daran liegt, dass ich irgendwas im Hals habe. Das ist gerade mal nicht so ganz lustig. Muss ich doch eben auch, ne, bei letztem Mal auch nicht machen. So, nächstes. Da konnte ich aber langlaufen und die sofort aktivieren. Danke. So ist das ein bisschen simpler. So, nächstes. Jetzt kommt das Vieh gleich auf den Boden, dann können wir es im Nahkampf angreifen. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Könntest du mal treffen, du fetter Panda? Und Schlangenfeger. Boah, da hinten ist sie, dann rollen wir doch gleich mal hier hin. Schön euch zu sehen. Okay. Ist die denn da oben? Ich krieg's auch nicht ins Tage mit Tab. So. Geben wir ihr den Rest, sagt sie. Na, ja, dann machen wir es doch mal. Flup, flup, flup. So. Damit wäre die böse Otter auch besiegt. Jetzt kommt hier der Meister wieder. Hallo Meister, 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 gib mir hier Rosen. Meine Zeit ist bald vorüber. Doch eure Zeit. Noch eine letzte gemeinsame Reise erwartet uns. Dann ist eure Ausbildung abgeschlossen. Oh yeah, baby. Oh yeah. Und dann ist auch schon das Let's Play beendet. Nein, natürlich nicht. Charakter werdet ihr leben, wie der beste Panda-Mönch der Welt würde, Junge. Plopp.
Also ich muss sagen, ich hatte ihn bestimmt bis mindestens 60 Level. Mal sehen, wie ich da noch Bock auf das LP habe, aber ich habe schon vor, das wirklich durchzuziehen, eigentlich bis Max-Level. Hinter dem Pfad der Ältesten befindet sich der Stabwald, ein heiliger Ort mit großen Ohren. Flup, 1, 2, 3, flup, 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 flup. So. Hier hat Gronk ja einen ziemlichen Rage bekommen, ich übrigens auch, als ich das hier aufgenommen habe zum ersten Mal, war die Folge von Gronk noch gar nicht draußen. Aber ich bin hier ungefähr genauso abgegangen. Und das, obwohl ich nur einmal gestorben bin, wohlgemerkt. So, die Viecher sind mich überall, wirklich. Fuh dich weg, du oller Homo-Bob-Kack-Panda, Drecksfuckerich, sind meine. Ich wollte das nur klarstellen. Nicht, dass ihr hier denkt, das ist eine Sahne. Geh dich weg! So, 4 von 8 haben wir schon mal. Die respawnen anscheinend sehr schnell. Das ist schon mal richtig, richtig nougatschendig geil. Weil ich bin halt wirklich überall da hinten durchgerannt, um diese Kackdinger zu bekommen. Das glaubt er gar nicht. So, 2 sollte ich packen. Oder auch nur ein. Noch besser. Also ich glaube, ich habe einen guten Run gerade. Flup. Lun. Lulilulut. Irgendwo ist hier einer. Ich weiß gerade. Da. Blackout Kick. Blackout Kick. Blackout Kick. Und tot. Okay. Gleich klingelt mein Telefon, ob ich jetzt von Satan endgültig besessen bin oder nicht. Nein. Nein. Ich glaube, meine Eltern kommen relativ gut damit klar, dass ich Satanist bin. Ich glaube, die sind da so teilweise stolz drauf. Wirklich merkwürdige Art und Weise. Also es ist einfach, sie sagen, ich kann Satanist sein, damit haben sie überhaupt kein Problem. Weil ich bin kein schlechter Mensch. Ich tue niemandem Leid zu, ich bin nicht böse, ich bringe niemanden um, ich habe meine Arbeit, ich helfe und Co. Deswegen ist denen das eigentlich relativ wumpe und ich als Sohn bin halt wirklich, ja, ich kann sogar sagen, dass ich ein guter Sohn bin, also ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ich meine, ich habe sogar gestern mein Zimmer aufgeräumt. Also wenn ihr es jetzt sehen würdet, ihr würdet denken, was geht mit Grießbrei? Weil es ist echt aufgeräumt. Jetzt komm her, du Kackstelze. Ja, einen habe ich bekommen. So, zu und weg damit. Ach ja, die spawnen ja immer diese kleinen Abbilder von sich. So, und räumen wir hier oben. Ich hoffe nämlich oben sind jetzt wieder welche respawned. Respawn. So, plubberdi, plubberdi, plop, plop, plop. Wann war denn der gute Yannick zum letzten Mal online? Vor 2 Stunden sogar. Tatsi, 14 Stunden. Milchreis, 25 Tage. Achso, Moment, das waren keine Stunden, das waren Tage, oder? Jo. Oh, Tatsi, du musst wieder zocken. Oh, Milchreis, du musst auch wieder zocken. Beide hatten aber gar kein Internet. Wollte heute eigentlich bei dem mal vorbeischauen, bei dem guten Milchreis. Der hat mir aber nicht geantwortet. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der Zeit hat, beziehungsweise ob die überhaupt da ist. Hm, schade, hier sind soweit eigentlich keine. Ja, dann hauen wir unten noch die 4 Stück weg. Sollte ja auch kein Beinbruch werden. Beinbruch, Beinbruch, schlimmer als ein Hodensack. Was? Die Ränder wie 2 bekloppte Mongos um den Baum. Komm. Flup, 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 flup. Da bin ich relativ froh, dass ich hier gerade nicht so schnell durchrushe. Weil so habe ich das, was gleich kommt, erst in der nächsten Folge. Das finde ich relativ cool. So, 6 von 8. Flup, flup, flup. 7 von 8. So, jetzt gehen wir nach oben und hoffen, dass da noch einer ist. Ja, kacki, aber dann wird es eine relativ kurze Folge. Ich könnte ja mit Verik den Haustierkampf eigentlich zeigen. Das wäre auch nochmal eine Idee. So, da haben wir schon einen.
Verik war ja mein alter Main, beziehungsweise es wird immer mein Main bleiben. Mein Main des Herzens, so ungefähr. Und, ja, der ist bei immer noch 85 und hat noch keinen einzigen EP zum nächsten Level gemacht, so ungefähr. Sieht aber daran, dass ich darauf warte, dass Tatsi endlich wieder anfängt mit WoW und dann geht das ab. So, und schöne Natur. Quest beenden, Seile der Trauer haben wir noch nicht bekommen, oder? Haben wir das Wissen unseres Volkes weitergegeben. Von Ältestem zu Jüngling, von Meister zu Schüler. Für jeden Ältesten kommt der Tag, an dem er seinen Stab zu denen seiner Vorfahren setzen muss. Heute ist der Tag, an dem mein Stab seine Heimat in diesem Wald findet. Unser Volk hat sein gesamtes Leben auf dieser großen Schildkröte Shenzhen Tzu verbracht. Doch seit Jahrhunderten hat niemand mit ihm gesprochen. Jetzt ist Shenzhen Tzu krank und wir sind alle in Gefahr. Mit der Hilfe der Elemente werdet ihr das Schweigen brechen. Ihr werdet mit ihm sprechen. Aizer und Chi haben die Geister hierher gebracht. Ihr müsst mit ihnen gehen, mit dem erhabenen Shenzhen zusprechen und tun, was notwendig ist, um unser Volk zu retten. Ihr habt es weit gebracht und ich sehe, dass ihr für das Heldentum geboren wurdet. Ich überlasse euch das Schicksal dieses Landes. Ja. Das war's denn mit unserem Meister. Traurige Geschichte eigentlich. Aber, wie ihr bestimmt alle wisst, ist für jeden irgendwann die Zeit gekommen. Naja, auch für den Kriegsbrei irgendwann. Nein, ich bin unsterblich, ich bin Gott. So, Quest beenden, Seile der Trauer. Oder vielleicht wollt ihr einen kleinen Waldspaziergang machen, während Eiser diese Quest werden wir jetzt nächstes Mal machen. Ich habe noch gesagt, wir machen den Haustierkampf. Nein, den machen wir nicht. Wir sind nämlich bei 12:28. Den machen wir dann irgendwann doch mit dem Panda. Tut mir leid, dass ich sowas verspreche und dann nicht halte, aber. Kommt vor, da ist die Schildkröte. Wenn wir hier auf der Map gucken, sehen wir hier auch Schildkrötenkopf. Da war gerade irgendwo ein nicht beweglicher Busch, genau hier, warum auch immer der sich nicht bewegt. Ja, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge, wenn es hier heißt Let Us Play World of Warcraft Mists of Pandaria. Bis dahin verabschiede ich mich jedoch mal wieder recht herzlich von euch. Gehabt euch wohl, bis zur nächsten Folge. Bye, euer Kriegsbrei.